Okay, ich dachte, hier liegt jetzt wenigstens vielleicht noch ein Totem. Oh Leute, ich freue mich schon richtig. wenn wir Jess retten müssen. Was da wohl passiert, wenn wir zu lange brauchen? Ich denke, der ein oder andere weiß es schon. Vielleicht auch der größte Teil. Aber vorher erschrecken wir sie noch schön. Was hat das mit dir zu tun? Manchmal denke ich mir, hä? Ja, natürlich. Das war auf jeden Fall ein Eich. Was ist das da? Seht ihr das? Was? Weißt du das? Nein. Hallo? Jemand da? Ja, komm, das machen wir mal. Haben wir es jetzt mal nicht gemacht? Das Vieh hat uns fast umgebracht. Ich glaube nicht, dass ein Hirsch dich umbringen kann, oder? Ich weiß es nicht. Ach, das ist die kleine Hütte. Okay. So, wie du es beschrieben hast, Michael. Was? Die Hütte. Sie ist toll. Ja. Yeah. Absolut, ja. Richtig wunderschön. Geh rein! Mann! Sorry, not sorry. Oh mein Gott. Ja, wie du mir, so ich dir, du blöde Kuh. Gerechtigkeit, meine Liebe. Ich hab dich nur erschreckt und nicht völlig durchnässt. Hey, ich werde tun, was ich nur kann, um dich aufzuwärmen. Dann beeil dich aber mal. Ich verschätze meine Aufwärmkünste nicht. So. Wie du mir, so ich dir, du blöde Kuh. Hallo? Okay, daran habe ich jetzt nicht mehr. Das habe ich vergessen, dass das passiert und habe mich jetzt so erschreckt. Holy shit. Ja, daran erinnere ich mich aber. Oh, armes Ding. Verdammt. Echt furchtbar. Ich glaube nicht, dass er durchkommt. Ich mach's, tut mir leid. Okay, Mann. Es tut mir leid. Hey. Ich bring das jetzt schnell zu Ende, okay? Oh, nein, nein, nein. Nein. Okay. Gott.
Wie soll ich? Ich kann nicht hinsehen. Okay. Ich auch nicht. Okay. Mike, was hast du getan? So ein Scheiß, der ist ab. Boah, es ist ekelhaft. Lauf! Oh mein Gott, was zur Hölle war das? Keine Ahnung. Okay. Eine Brücke ist hier lang, hier lang. Jemand hat gesagt, ich soll die Jumpscares nicht schaffen. Die Quicktime-Events nicht schaffen. Bleib auf dem Weg, wir sind fast da! Ja, wach! Ja, komm, ich mach's jetzt mal. Komm schon, wir müssen weiter. Oh, was für ein ekelhaftes Geräusch. Nein, hol die Schlüssel, du musst sie öffnen. Oh mein Gott, das war knapp. Holy. Alles unter Kontrolle, die ganze Zeit. Schwachsinn. Nein, 100%, 100%, 110. Okay, Leute, ich mache mal eine ganz kurze Aufnahmepause, denn wir essen jetzt zu Abend. Deswegen, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich! Und da wären wir auch schon wieder. Guten Tag. Dooferweise hat sich jetzt gerade eben, als ich mich hier wieder hingesetzt habe, meine PlayStation ausgeschaltet in den Ruhezustand. Es kann sein, ich glaube, wir müssen hier jetzt gerade noch mal ein Stück machen, was wir gerade eben schon mitgemacht haben. Ja. Was ist das? Doof. Ich kann's gar nicht wissen. Ich glaube, ich muss das mal, glaube ich, umstellen auf meiner PlayStation. Mit diesem in den Ruhezustand versetzen. Das ist ja doof. Ich habe nämlich gerade das Spiel pausiert gehabt, ne? Und hab's halt einfach weiterlaufen lassen. Und ja. Doof. Egal. Ich glaube nicht, dass er durchkommt. Machen wir das halt nochmal schnell. Ja, komm. Mach einfach. Bring was hinter uns. Okay, Mann. Hey. Ich bring das jetzt schnell zu Ende, okay? Ich musste mich übrigens gerade umziehen, okay, weil es war in dem Pulli doch ein bisschen warm. Wie soll ich? Hier in meinem Zimmer. Ich habe ein bisschen geschwitzt. Scheiß, der ist ab! Der Arme! Lauf! Oh mein Gott, was zur Hölle war das? Keine Ahnung! Eine Brücke ist hier lang, hier lang! Oh fuck! Entschuldigung! Scheiße. Komm hier rüber! Nicht wirklich! Ich weiß nicht, warum ich das gerade tue, komm schon, ehrlich wir gesagt. Eigentlich sollte ich das andere nehmen. Okay. Was? Alles unter Kontrolle. Die ganze Zeit. Oh, Schwachsinn. Nein, 100%, 100%, 110. Mann, wie krass. Ich fühle mich wie nach einem Marathon. War irgendwie auch einer. War das ein Bär? Ja, garantiert. Jetzt sind sie wenigstens beide nass, ne? Ich hab ihn nicht gesehen. Komm garantiert nicht herein. Ich verspreche. Bist du da ganz sicher? Ja, ich bin ganz sicher, dass Bären keine Türen öffnen können. Ich habe gesehen, wie sie Autos öffnen. Was? Wo? Na, im Internet. Wirklich? Okay, wir sind nicht im Internet, Jess. Klar, das ist real. Und ich verspreche, dass kein Bär oder sonst irgendwas die Tür aufbekommt. Ja, du hast recht. Okay.
Ich bin fast wieder richtig entspannt. Nur fast. Oh, logisch. Oh, das ist nicht die kuschelige Hütte, die du versprochen hast, Mike. Ja, irgendwie zieht es hier ein bisschen, oder? Tja, da ist doch ein Kamin. Wir brauchen doch kein Feuer, damit uns heiß wird. Michael, ich bin eine Lady und eine Lady braucht eine hübsche, romantische Kulisse. Okay. Eine Lady möchte gern kuscheln mit ihrem Mann vor einem gemütlichen Kaminfeuer bei stimmungsvoller Beleuchtung. Okay, es wird sicher ganz gemütlich, wenn wir uns aneinander reiben. Mike? Ja? Feuer und Beleuchtung bitte. Ja. Tja, Mike. War wohl nix, ne? Ich glaube, wir haben es uns jetzt richtig verkackt, dass wir sie da erschreckt haben, dass sie da reingefallen ist ins Wasser. Ah, da hätten wir ja stimmungsvolles Licht. Ach so. Ja, das müssen wir uns jetzt nicht durchlesen. Das kennen wir ja schon. Falls du nicht auf Rumknutschen mit Eiskulturen abfährst, solltest du Feuer machen. Pronto! Wow, Jess! Sieh dir das an! Ist es ein Feuer? Nein, viel cooler. Hände hoch! Sind festgefroren. Nimm die Hände über den Kopf. Ich verpasse dir gleich eins auf den Kopf, wenn du weiter mit dem Ding auf mich zielst. Leistest du Widerstand? Was, wenn das Ding geladen ist? Hast recht. Michael! Leg es weg! Chill doch mal, Mann. Ja, man. Gib nichts zu sehen. Weitergehen. Ich will mir jetzt mal kurz den Schmetterlingseffekt anschauen. Sei ihr Held. Jessica war sauer, weil Mike ihr nicht sofort geholfen hat. Unter Druck beeindruckte Mike nicht. Lol. Ah, das wird so lustig, diese Runde. Sherlock. Findest du es nicht? Scheiße! Nein! Ich hab's wohl draußen verloren. Oh, shit. Ich darf mein Handy nicht verlieren. Meine Eltern killen mich. Kauf dir doch ein neues. Das wäre mein viertes dieses Jahr. Okay, okay. Tja, dann helfe ich dir suchen. Es ist bestimmt draußen. Ja, ich finde, wir sollten jetzt nicht da rausgehen wegen dem Bären. Oder was immer das war. Okay. Ich wünschte, ich wäre jetzt nicht komplett nass, bis auf die Knochen, bloß wegen dir. Beschissene Aktion. Tut mir leid, Jess. Bestimmt habe ich es im Wasser verloren und es funktioniert gar nicht mehr richtig, also was soll's. Hey, ich mach's wieder gut. Versprochen. Upsala. Looky, looky. Jetzt gibt's Feuer für mein Schnucki. Den Spruch musstest du unbedingt loswerden. Habe ich recht? Klar. Okay. Zack. Zack. Und rein damit. Natürlich eins. Was auch sonst. Mike 1, Feuer 0. Wirklich schön. Bravo. Okay, my lady. Was kommt jetzt? Ich glaube, mit Alkohol wäre es entspannter. Wenn ich das früher gewusst hätte. Ich weiß nicht. Ich bin noch nicht so weit.
Jetzt ist natürlich die Frage, ich hätte gerne diesen einen Totem, diese Prophezeiung. Glück war das, glaube ich, ne? Ne? Da ist sie ja in Unterwäsche. Jetzt frage ich mich, wenn wir jetzt, ne, sanft mit ihr umgehen, ob sie sich dann, weiß nicht, oder, weil das hier wird, glaube ich, nichts bringen, schätze ich mal, weil sie ist jetzt halt mega angepisst, weil wir ihr den Streich gespielt haben. Ich mach mal das. Vielleicht kriegen wir ja... Mache ich irgendwas falsch? Nein. Ich meine, ich dachte, du bist so, aber du bist irgendwie anders. Ergibt das einen Sinn? Du kannst nichts dafür. Jess? Du bist nicht wirklich. Du bist so? Was du auch was? Von mir denkst. Tja, gib mir eine Chance. Und ich werde dir zeigen, was du brauchst. Also, dein Selbstvertrauen gefällt mir. Mike, die Fensterläden. Was ist damit? Kannst du sie bitte zumachen? Da draußen ist doch keiner. Ich fühle mich aber irgendwie beobachtet. Das gefällt mir nicht. Jess, wirklich, alles gut. Es gefällt mir wirklich nicht. Okay. Boah, die ist so verwöhnt, ey. Fensterläden zu. Gib mir voll auf den Sack. So, zufrieden. Voilà. Die Läden sind dicht. So, wo waren wir? Tut mir leid. Sorry, ich glaube, ich bin ein bisschen durch den Wind und mir fällt es schwer, das jetzt durchzuziehen. Und was? Was durchzuziehen? Also, ich gebe mich immer selbstbewusst und total super sexy und all das, aber eigentlich, ich will ehrlich sein, ich bin eigentlich ziemlich unsicher. Ich mache jetzt mal das. Weil, ne, wie gesagt, ich will diese eine Szene bekommen. Das kann nicht dein Ernst sein. Was? Es gibt gar nichts, weswegen du unsicher sein musst. Oh. Du hast keine Ahnung. Sicher doch. Du bist genau wie ich und jeder sonst. Wir sind alle unsicher. Aber du hast ein Händchen für große Auftritte. Du glaubst, es ist fake, aber es ist echt. Ja, ich schätze schon. Ja, und das ist super mega scharf. Wirklich? Ja, auf jeden Fall. Sieh nach, ob du eine Decke findest. Dann können wir uns vor dem Feuer zusammenkuscheln und herausfinden, wie süß dein Arsch denn wirklich ist. Okay. Oh, okay. Okay. Eine Decke finden. Das kriegen wir ja hin. Komm, wir machen auch mal das, cool, weil es so lustig war. Das entfacht die Stimmung sicher ein bisschen. Halt. Weil es so lustig war. Blub. Oh. Hey, bist du okay? Was machst du denn da? Es ist das Licht. Ich hab's gemerkt, du Trottel. Du hast es kaputt gemacht. Wahrscheinlich falsch verkabelt oder sowas. Henna. Diese Skulptur hier von dem Adler ist übrigens auch sehr gruselig. Will ich nur mal so angemerkt haben. Geh da jetzt rein! Hast du welche? Ja, ich suche noch. Alles klar? Ja. Da sind sie. Halleluja. S'il vous plaît, Madame. Einmal Decke für die Lady. Und was wünscht der Monsieur? Ich hätte gern etwas Sanftes und Warmes und Nacktes. Ich glaube, das lässt sich arrangieren. Mike? Was ist das? Ich weiß nicht. Okay, dann sieh halt nach. Los, bitte. Okay, ich glaube, wir haben die Szene nicht erreicht.
sie ist auf jeden Fall nicht ausgezogen. Okay, ehrlich gesagt habe ich auch keine Ahnung, wie man das hinkriegt. Ich, boah, kein Plan. Aber egal. Es ist halt überhaupt gar nicht dein kaputt. Telefon. Was? Wieso denn mein Telefon? Keine Ahnung, es kam halt durchs Fenster. Oh, verfluchte Scheiße. Verdammt, Mann. Was? Diese verdammten Arschlöcher sind uns bestimmt gefolgt, um uns zu erschrecken, wenn wir gerade zur Sache kommen wollten. Oh. Jetzt wünsche ich mir, ich hätte doch das andere gemacht. Und so ein richtiger Arsch sein. Hey! Ja, Penner! Ah ja. Ich meine euch! Ich weiß, dass ihr da seid! Was für eine Scheiße soll das sein? Gönnt ihr uns den Spaß so wenig? Tja, ratet mal! Euer Pech! Ihr verderbt uns den Spaß nämlich nicht, weil Michael und ich nämlich gleich ficken! Genau! Wir haben jetzt gleich Sex! Und der wird echt heiß! Also, genießt es, denn wir werden das ganz sicher tun! Hör auf, sowas in den Wald zu schreien, Mann. Das kann auch ganz anders kommen. So eine Scheiße! Oder so wie jetzt. Gleich. Achtung! Es folgt ein Jumpscare, Ladies and Gentlemen. Vorsicht! Okay, wieder zurück bei den zwei. Wirklich, die Mädels haben mit uns kommuniziert? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich mir das überhaupt wünsche oder nicht. Wir sollten es rausfinden. Lass uns gehen. Josh sah wirklich erschrocken aus bei der Seance. Ja, ich meine, er sah aus, als hätte er sich im Griff, aber... Hätten wir lieber nicht über seine Schwestern reden sollen? Ich meine, deshalb sind wir doch hier. Ja, aber nicht so. Nicht wegen einer Seance. Vielleicht war das echt zu viel. Vorsicht! Oh, Chris! Oh mein Gott! Alles okay? Ich glaub schon. Da! Was? Da war etwas hinter den Büchern. Was ist das? Ist das ein Knopf? Wozu sollte da ein Knopf sein? Sehr gute Frage. Soll ich draufdrücken? Dazu sind Knöpfe da, schätze ich. Ja, mach halt, ne? Upp. Wow, Wand geht auf. Kopf explodiert. Sind wir hier in einem Film oder sowas? Falls ja, hoffe ich auf eine Komödie. Typisch für die Washington, sogar mit Geheimgängen im Haus. Vielleicht wussten sie nichts davon. Das Haus ist super alt. Und sollen wir reingehen? Ja, geh vor. Nee, du gehst. Vielen Dank. Ja. Ja. Das war so klar. Beim ersten Durchlauf ist da eine fette Spinne über den Bildschirm gekrabbelt und jetzt war da gerade eine Kakerlake. Boah, dieses Arschlochspiel. Ernsthaft. Wow. Was? Wow, was ist das? Wir verheimlichen es jetzt mal. Ach nein, hier gibt's nicht viel zu sehen. Hast du überall gesucht? Warte mal eben. Gehorchen wir jetzt ernst? Entschuldigung, ich muss jetzt gerade gucken. Ich weiß nicht, ob man es gesehen hat hier im Bild. Vor meinem Fenster war gerade Blaulicht und ich war jetzt gerade schon ein bisschen schockiert. Da ist aber jetzt gerade, ich habe nur gesehen, dass ein Krankenwagen gerade weggefahren ist. Ja, das hat mich gerade ein bisschen irritiert. Okay, weiter geht's. Aus einem Hexenbrett? Aber es hieß die Bibliothek. Es ist nichts hier. Suchen wir einfach George, okay? Böse, Chris, böse, das macht man nicht. Okay.
Hi. Das ist aber nett von euch. Was war das? Die Tür ist aufgegangen. Das war wirklich bizarr. Ja, wem sagst du das? Das stimmt allerdings. Warum gibt es einen ganzen Geheimraum da drin mit Knopf und beweglicher Wand, wenn der dann leer ist? Oh, Ashley, wenn du wüsstest. Also, ich habe über was nachgedacht, was Sam und ich gesehen haben. Was? Da war so ein Steckbrief, wie in den alten Westernfilmen, weißt du? Und? Und Sam war überzeugt, dass hier irgendjemand gefolgt ist. Also, willst du sagen, hier ist ein Verbrecher auf dem Berg bei uns? Na, da war der Kerl, von dem ich erzählt habe. Warte. Welcher Kerl? Der die Washingtons bedroht hat. Er hat gesagt, er will Rache üben, indem er das ganze Haus abfackelt. Chris, wenn das deine Art ist, mich aufzumuntern, bist du gefeuert. Hörst du das? Das war Josh! Das kam aus der Küche. Josh! Josh! Wir kommen! Halt durch! Ashley! Ash, was ist los? Lass mich rein! Ashley! Ich werde... Ja. Oh, der ist immer noch voll gruselig. Auch wenn man eigentlich weiß, wer es ist, ne? Aber es ist trotzdem... Bäh. Und ich fand, es war halt wirklich sehr gut gemacht, was Josh da gemacht hat. Vor allem seinen eigenen Tod vorzutäuschen. Da mit dieser Säge. Das war halt echt schon gut gemacht. Er kennt sich damit aber auch aus, ne? Weil sein Vater ist, soweit ich weiß, irgendwie Filmproduzent oder so. Hat viele Horrorfilme gemacht. Ja, du schon wieder. Hi. Na? Das sind immer noch die Kakerlaken in dem Glas. Nee. Ich zeige dir jetzt ein paar Bilder von Menschen, die du ganz gut kennst und magst. Aber möglicherweise magst du sie nicht so gern, wie du vorgibst. So, das ist eine Übung in Ehrlichkeit. Sag mir, welche Person du jeweils am meisten magst. Lass dir Zeit. Die Antworten sind von Bedeutung. Okay, ich versuche mich mal dran zu erinnern, wen ich da immer genommen habe und will jetzt immer mal den anderen. Ne? Also da habe ich Sam genommen, dann nehme ich jetzt Josh. Wir wählen uns gerade selbst, ne? Weil wir spielen ja hier eigentlich Josh. Das wissen wir ja. Da nehme ich jetzt mal Emily. Da nehme ich Ashley. Jessica. Es wird jetzt spannend, was da jetzt rauskommt, weil am Ende müssen wir erwähnen, wen wir am allerwenigsten mögen. Da nehme ich jetzt Sam. Keine Ahnung. Ja. Jetzt sag mir, bei diesem Spiel, das du so beflissen verfolgst, wen kannst du da am wenigsten leiden? Oh, okay. Mike oder Matt? Ich mag eigentlich beide, scheiße. Matt ist halt voll lieb. Und Mike ist... Ja, er tut halt so auf Arschloch, ne? Aber ich weiß nicht, er wollte halt unbedingt in meinem ersten Durchlauf Jessica retten und... Scheiße. Okay, wisst ihr was? Ich mache jetzt mal Augen zu. So. Und dann mache ich so hin und her. Ich sehe nichts. So hin und her und dann halte ich an einer Stelle.
so ein netter Kerl. Was gefällt dir an ihm nicht? Macht er dir Angst? Er ist groß, stark und gut aussehend. Ja, ich hab Komplexe. Unsere Zeit ist schon wieder um. Wir sehen uns bald wieder. Entschuldigung, ich mag Matt total eigentlich, aber ich konnte mich jetzt zwischen den beiden wirklich gar nicht entscheiden, deswegen habe ich jetzt einfach zufällig ausgelost. Wir sehen uns gleich wieder.